Stück, weißt du? So. Da ist aber, glaube ich, nichts mehr von Interesse groß. Nö, nicht wirklich. Gut, das heißt, wir haben das Erdgeschoss schon mal gesäubert. Und haben 4 Treppen nach oben. Und noch ein Punkt, der mir sehr verdächtig wirkt. Verdächtig. Wir speichern mal. Was soll schon schief gehen? Außer alles. Hey, vielleicht ist die Tür wieder offen, wenn ich lade. Interessante Theorie. So. Ich will meine Gruppenplatzierung wieder ändern. Ich bin unentschlossen. So, was wie viel Lebenspunkte hat Robin hier noch? Der bräuchte mal eine Heilung. Gut, du bekommst jetzt erstmal Heilung 5. Das bringt natürlich so richtig viel bei seinen 2 Milliarden Lebenspunkten. Das bewegt sich nicht mal ansatzweise, dieser scheiß Balken, ne? Geh hoch! So, ich hau mir auch mal noch was rein. Ja, 300 sollte reichen. Ja, gut, können wir weitermachen. Alles solide, alles im Lot und so. Gut. Ich komme hier immer noch nicht wieder raus. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. So, speichern wir nochmal, weil wir es können. So, und bis 11 Uhr, denke ich, werde ich noch streamen und dann ist Schluss für heute. Ambassador dauert immer länger, ich weiß, aber. Ich will nur ein paar Kleinigkeiten machen. Ich muss mein C++-Programm noch hochladen. Und meine Formelsammlung noch mal sauber neu ausschreiben. Ich habe nächste Woche eine Klausur, da sollte die vielleicht stehen. Auch wenn ich skeptisch bin, ob ich die Klausur bestehe. Hallo Teleport! Ich bin wo? Aha. Aha. Ach, schon wieder so einer ohne Gebiss. So gut. Ich schlage einfach mal drauf und hoffe, dass es das wird. 37, das klingt schon mal gut. Kein Schaden, klingt wenig neu. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Jetzt bräuchte ich noch irgendwie 100% Angriff für jeden. Das wäre eine tolle Sache. Ich bekriege dich tot, ey. Ich bräuchte mal so eine Heilung und so ein magisches Wässerchen wie ein Twin Lake. Jetzt muss ich mich halt immer entscheiden, will ich ihn angreifen oder unverwundbar lassen. Ne? Interessante Frage. Kann ich den irgendwie hinstellen, dass er sämtlichen Schaden frisst? Nee, das ist immer irgendwie ungünstig. Nimmt immer noch irgendjemand anders Schaden. Tötet ihr den jetzt bitte? Komm schon, 4. Damit, das wird auch nichts. Ja, aber egal. Wir haben Grübanier mit unbesiegbarem Modus. Und wir haben mich, die 40 Schaden macht im Angriff. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, fürchte ich fast in dem Schloss, dass ich irgendwie Grübanier ständig unbesiegbar mache und ja, und dann irgendwie versuche die Gegner zu töten, weil ich keine Heilung und nichts mehr habe. Und nein, das ist nicht bescheißen, das ist einfach nur ausnutzen sämtlicher Spielemechaniken. Vor allem, weil es das Spiel einem hier nicht mehr schwer macht, das hier irgendwie zu bug-usen. Was heißt bug-usen? Das Spiel wirft mir unendlich Dietrich an den Kopf und ich weiß noch nicht mal, wie ich das gemacht habe. Vor allem ist da keine. Oh ne, damals haben sie noch mit Assembler, glaube ich, programmiert. Ne? Da gibt es, glaube ich, gar keine Ab. Ja, doch, gibt es schon Abfragen. Aber, keine Ahnung, wahrscheinlich. Also, entweder ist das ein Fehler, dass er im Emulator irgendwas falsch ausgeführt hat, oder das ist ein Programmierfehler. Und da er es sonst ja immer richtig ausgeführt hat, auch. Nehme ich einfach mal an, dass da ein Programmierfehler vorhanden ist. Angeblich soll das Spiel ja schwer sein, aber bei solchen Bugs muss ich ehrlich gesagt sagen, die können es einfach nicht. Au. So,
Tschüss. Jetzt geht's einmal mit einem 3. Meine Magier stehen wegen dumm rum. Bei mir lädt das Video mal wieder. Wahrscheinlich schon wieder down. Ach, leck mich. Der Chat wird sich schon beschweren, wenn irgendwas nicht stimmt. So, ich hoffe, es war kein Fehler, in diesen Teleporter zu gehen. Was glaubst du denn? Es war ein Fehler, natürlich. Ein Teil der Decke ist gestört und eingestürzt und blockiert den Weg. Ah, ich habe wieder Bild, okay. Noch eine... Ja. Das habe ich mir gewünscht, noch mehr Treppen. Jetzt habe ich 5 Treppen. Toll. Bringt mich das hin? Will ich das überhaupt wissen? Moment, wenn hier ein Teleporter da weg ist, könnte es sein, dass ich die Treppe hier hochgehen muss und... Oh, jetzt tue ich so, als würde ich komplexen Gedanken hinter dem Spiel verstehen. Ich gehe die Treppe mal hoch. Wahrscheinlich muss ich alle 5 Treppen hochgehen. Ich gehe mal hoch. Lass es mal nach oben gehen, Süße. Da zeige ich dir dann mein Schwert. Bitte was? Okay. Yeah, funky Musik. Gang nördlich von euch sieht ihr seltsame Lichter. Die Gang südlich von, nördlich von euch sieht ihr seltsame Lichter. Hier sind so Lichter. Da sehe ich keine Lichter. Aber dafür sehe ich einen Gegner. Ja, komm. So, Schluss mit funky Musik. Zeit für ernsthafte Kämpfe. Mit meiner fast schon unbesiegbaren Truppe. Ich muss aber mal gucken, wie weit ich dann aufleveln kann. Ich kriege wahrscheinlich bei den Kriegern irgendwie 5 Level hoch und bei dem Magier so einen halben. Ich habe den wieder nicht getötet mit einem Rutsch. Ich hätte doch als die anderen Ambassador-Teile suchen sollen, wobei dann wäre es ja... Nee, das Schild bekommt man erst recht spät, das ist das Problem. Ich wusste gar nicht, dass man das so spät noch bekommt. Aber egal, funky Musik, funky fresh. Yeah, das ist von Dumble. Fresh D ist hier aufgenommen. Irgendwie eiert mein Kabel schon wieder in der falschen Position rum. Obwohl 37, damit kann man schon eher arbeiten. Das kann man schon richtig Schaden nennen. So, ich hätte jetzt ganz schön die funky Musik wieder. Die Funk-Musik. Na komm, schlag ihn tot. Hey, er ist sogar tot. Ich überfordere mich jetzt, dass er tatsächlich noch gestorben ist. So. Und tschüss mit dir und du willst auch noch irgendwie. Ne, wahrscheinlich reicht es wieder nicht, um tschüss zu sagen, aber. Details, Details. So. Das Problem ist, ein Amber Moon, das kenne ich nicht und deswegen weiß ich ja nicht, ob man das auch so backen kann. Ich habe bloß mal gelesen, dass es am Anfang wohl recht schwer sein soll, vor allem wenn man nicht weiß, was man tut und später es total einfach wird. Also wie Amberstar. Wow, 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 gechillt hier, Kleiner. Chill mal, chill mal. Ich bin hier, der die 30er und 40er Schäden macht, ja. Ich frage mich, ob das im Endkampf auch so lustig wird mit ihm. Ich lasse ihn einfach nur noch verteidigen und... Ach, lassen wir doch einfach mal Tavos zurückkehren. Was soll schon schief gehen? Er blockt einfach seine Angriffe. Er blockt einfach den Weltuntergangszauber, kein Problem. Glühbirne macht das, das ist für ihn kein Ding mehr. Aber was hat das Ding eigentlich noch gesteigert? Irgendwas hat das Ding doch noch gesteigert, ich weiß noch nicht was. Ach komm schon, Drobanier, du hast 95%, wie kannst du da nicht treffen? Nicht. Alles muss man selbst machen. Das wird es wieder nichts. So. Yeah, funky Musik. So, ich guck mir das mal drüber hier an. Was hat das Ding noch gekonnt? Irgendwas konnte das Ding doch noch. Ach ja, Konstellation plus 10. Das heißt, mehr Lebenspunkte auch noch. Kann ich hier irgendwo durch die Wand gehen?
Als er das Kreissymbol betrete, hört ihr ein leises Klicken, gefolgt von einem Summen. Ja, hältst du mir für blöde, was Spiel? Eng in den Lichtern könnt ihr ein Pergament erkennen, das an der Wand hängt. Okay, es hat jetzt mal Klick gemacht. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber hey, es hat geklickt. Was passiert, wenn ich in den Teleporter gehe? Will ich das herausfinden? Ich fürchte, ich muss es herausfinden. Ich kann es... Sobald ihr die Lichter berührt, bemerkt ihr eine Art Ziehen, das den ganzen Körper geht. Als das Gefühl nachlässt und ihr euch anschaut, müsst ihr entdecken, dass ihr alle durch Narben und Warzen verunstaltet seid. Und das hat jetzt was zur Folge? Ich habe keine Ahnung. Wildkönig lesen, Transformer ist defekt, bitte nicht benutzen. Oh, danke für das Gespräch. Als ihr Lichter tretet, fühle, wie sie ihr Kraft verändert und neue Kraft in euch strömt. Okay, das wollen wir nicht benutzen. Was ist das hier? Ich weiß zwar nicht, was diese Warzen machen, aber... Ich will die nicht haben, glaube ich. Ich will es nicht gerne herausfinden, so auf längere Sicht hin. Aber hier hatten wir neue Kraft und so, das wollen wir schon mitnehmen. Steigert das meine Stärke noch weiter? 124. Moment, das... Das hat eben schon, ne? Ich warte mal, was stand da eben? Stand da. Moment, warte mal, da stand jetzt nicht irgendwie was anderes. Nicht, dass mich das Spiel jetzt verarschen will, oder? Weil irgendwie hat sich gerade nichts gesteigert, oder bin ich blind? Oder warte mal, warte mal, eine neue Idee, Das sollte meine Kraft steigern. 124. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen, was da stand, aber ich glaube, es stand nicht, dass mit den Warzen. So klicke ich mich einfach mal da drauf. Was steigert das? Irgendwas verändert das, aber ich habe keine Ahnung was. 24. Das scheint für alle zu gelten. Was macht das? Ich weiß es nicht. Den Schalter muss ich nicht nochmal neu... Nee, muss ich nicht nochmal neu anschalten. Nicht nochmal neu anschalten. Hier ist auch kein weiterer. Nein. Okay, den anderen Transformer wollen wir nicht benutzen. Gut, dann geht es wieder runter. Erstmal mein Bein kratzen hier, ne? Ladespiel, lade! Komm schon, lade! So, ich hoffe einfach mal, dass das nur Vorteile gebracht hat und nichts Nachteiliges. Nee, ich habe auch kein Zeichen und nix. Ich habe nur keine Ahnung, was das gebracht haben könnte. Hat mal Konstitution! Ah, es hat mir Konstitution, glaube ich, gebracht. Das erklärt, warum der 101 hat. Gut, jetzt muss ich den Teleporter oben, glaube ich, wieder rausnehmen. Scheiß die Wand an. So, wir nutzen mal hier Licht 2, das muss reichen. Was? Den Verlauf, ich habe mich verlaufen. Das ist nicht das erste Mal im Spiel, von daher passt schon. So, wo lande ich denn jetzt? Ah, perfekt, dann kann ich gleich die erste Treppe hier mal nehmen. Und dazu muss ich jetzt runter und dann rüber und die nächste links. Oder die erste links, je nachdem, was nimmt.
Dann wollen wir doch mal da hochgehen, ne? Yeah, funky Musik, ey. Ja, hältst du mich für blöde. Also das Kreis der Mobilität, ich höre dir ein leises Klicken, gefolgt von einem Summen. Summ, summ, summ. Summ um dich herum. Oh, erstmal hinsetzen. So, erstmal hier. Tasse Tee, ne? Was? Nein! Als ihr die gedreht seid, seht ihr, dass ihr euch in einem großen Labor befindet. Riesige eiserne Kessel stehen über großen Feuern und in den Kesseln brodeln Flüssigkeiten. Achso, okay. So, du bloß von der Nachricht verdeckt. Alles klar. Ich dachte, ich hätte es schon wieder irgendwie aussehen auf Flüchten geklickt. Aber nee, das passt schon. Alles ist gut. Wir müssen uns hier mal noch fertig umschauen. 35, komm schon. Nee, das reicht nicht. Ordentlich, komm schon. Das reicht doch wieder nicht. Spiel. Egal, also für die letzten drei Abasterteile werde ich dann wahrscheinlich die komplette Lösung bemühen müssen. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo man da noch hin muss. Ich habe zwar noch ein paar Punkte auf meiner Karte, aber ich kann damit irgendwie nicht so richtig anfangen. Ich übersehe da vermutlich irgendwas. Also die Mine ist auf jeden Fall noch eins. Ich habe keine Ahnung, wo ich mir das Passwort bekommen soll. Dann auf dieser einen Insel, die ist irgendwie markiert, aber da ist irgendwie nichts. Und dann noch irgendein Teil, den ich komplett irgendwie nicht auf dem Radar habe. Warte mal, was sagt meine Karte dazu? Meine Karte sagt dazu, leck mich. Aua, das tut doch weh. Hör dir auf. Hallo, spinnt ihr? Das sind doch Schmerzen, die mich an... Wieso lebt der immer noch? Ich wünschte, die Dinger hätten mich geheilt oder sowas. Das wäre... Ja, heilen wir mal drüber hier. Und irgendwie werde ich scheinbar doch nicht als Zuschauer gezählt, auch wenn das einige immer wieder behaupten. Ich komme nur auf zwei momentan laut meiner Karte irgendwie. Zwei Orte, wo ich noch hin müsste. Und da ich 13 Teile brauche, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird das schwierig. Und ich habe angeblich 775 Views. Bevor ich wieder angefangen habe zu streamen, waren es 600. Wo ich immer auf fast 200 Views in der kurzen Zeit komme, wenn mir sowieso kein Schwein meines Streams guckt. Ich habe keine Ahnung. Ja, trifft nicht, macht keinen Schaden, sehr gut. So, schlagen wir die noch tot. Die, das sind mehrere übrigens. Und ich frage mich, warum der hier so einen komischen Schatten hat. Oh, die Gegner haben noch alle einen Schatten, so sollte reichen, komm. 41, ja komm. Oh, ich mag die Musik hier. Ich mag die Musik im Spiel allgemein. So, gut, du zauberst mir noch Heilung 5 auf Drobanier. Hier ist ein Haufen Kesseln, sonst ist hier nichts. Es muss kesseln, Junge. Es muss drücken im Gesicht, so, sonst ist hier nichts. Geh wieder runter. Was auch immer dieses Klicken bringt. Warum auch immer ich mich jetzt komisch im Kreis drehe. Warum ist da noch so ein Punkt? Ich mag das nicht, wenn in diesem Spiel noch irgendwo ein Punkt ist. Ich weiß zwar nicht warum, es hat mir bisher nie wirklich was gebracht, aber hey. So, zu welcher Treppe gehe ich denn jetzt als nächstes? Sollen wir auf den Weg angucken? Rüber. Was? Hier falsch, was? Ich laufe gerade Mist zusammen. Ich laufe in die falsche Richtung, das ist das Problem. Ich bin so blöd hier. Bis zur.
Jetzt aber. Na also. Ich hab's... Nee, das ist auch falsch. Wir haben's gleich. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Passt. Ja, hier sind ja eh keine Gegner mehr, die mir noch dumm kommen könnten. Schon 11 und ich wollte doch dann irgendwie aufhören. Ich würde aber gerne das Schloss noch fertig machen. Es ist schlimm, dieses Spiel. Ich weiß nicht mal warum. Es ist so trivial, dieses Spiel. Falscher Gang. Ach nein, hier drehe ich mich hier immer wieder. Ach richtig, an den Leitern dreht man sich ja immer. Oder in bestimmten Positionen, wenn man zu den Leitern will, gibt es Positionen, in denen man sich dreht und ich laufe richtig, sehr gut. So, ab zu mehr funky Musik hier. Funky Fresh. Falsches Spiel.